Die GWD-Spielerinterviews werden präsentiert von der Anwaltskanzlei Peter Jahn für den Fall der Fälle. Ja, erstes Heimspiel in der neuen zweiten Liga, Moritz. Es war ein schwer erkämpfter Sieg, oder? Ja, auf jeden Fall. Nach 20 Minuten sah es erst anders aus. Aber wir haben viel zu früh abreißen lassen. Es waren ein paar taktische oder auch konditionelle Wechsel. Und die haben uns einen Bruch ins Spiel gebracht. Also mit Dado war das Spiel deutlich belebter. Und wir haben den Gegner ja, mit seiner offensiven, aggressiven 3-2-1-Deckung dann ins Spiel gebracht und ihm Mut gemacht, uns zu attackieren. Und das hat uns für die letzten 40 Minuten wirklich Probleme bereitet. Ja, genau so habe ich es eigentlich auch gesehen. So rund um die erste Auszeit von Frank Carstens, etwa 22. Minute, da war auf einmal total ein Bruch ins Spiel. Und irgendwie war der Faden verloren. Da kam eigentlich nicht mehr dieses Flüssige, was in den ersten 20 Minuten zu sehen war, wo man eigentlich darauf gehofft hat, dass die Mannschaft das 60 Minuten durchziehen kann. Ja, das ist richtig. Die Ursachen sind sicherlich auf beiden Seiten zu sehen. Also Fernhoffe wird sich auch in dieser Auszeit anders eingestellt haben. Und wir sind mit dem Spiel nicht mehr so flüssig klargekommen. Haben sie aber auch in der Abwehr dann ein bisschen zu viel auf die leichte Schulter genommen und haben einfache Tore kassiert. Sonst wären wir sicherlich mit einem komfortableren Vorsprung in die Pause gegangen und dann wäre schon alles klar gewesen. Kann man auch sagen, dass der Handball in der zweiten Liga einfach ein anderer ist als in der ersten. Man hat sehr viel Ringkampf gesehen, auch durch diese offene 3-2-1-Deckung der Fernhofer. Ja, also diese Erfahrung haben wir in Friesenheim ja schon total gemacht. Da ist es damit bestraft worden, dass wir einen Punkt verloren haben. Dieses Mal sind wir diesem Dilemma noch knapp entgangen. Aber es zeigt sich, dass man in dieser Liga gegen die meisten Gegner wohl nicht einfach nur Handball spielen kann, sondern man muss eben auch diesen Kampf annehmen. Und man darf nicht locker lassen, denn dann sind sie alle in der Lage, auch ihre Tore zu machen. Selbstläufer wird diese Saison nicht. Ja, das hat nie jemand gesagt. Also ich bin vor der Saison gefragt worden, warum glaubst du, dass wir aufsteigen? Ich habe gesagt, weil wir können und wollen. Das sehe ich genauso immer noch. Aber wir müssen auch hart daran arbeiten und wir müssen das in jedem Spiel wieder erneut bestätigen. Okay, vielen Dank, Moritz, und dann toi toi für die nächsten Spiele.